Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In dem Antrag von der rechten Seite steht, Sie fordern, dass Petitionen mit mehr als 100.000 Mitzeichnern im Plenum beraten werden sollen. Na Donnerwetter! Am 6. Juni wurde der Antrag der Fraktion Die Linke über die Forderung zur Plenumsberatung bei 100.000 Mitzeichnern, aber auch zu mehr Transparenz und mehr Öffentlichkeit im Petitionsausschuss abgestimmt. Und siehe da, Sie haben dort nicht zugestimmt. Nachzulesen im Protokoll, und das, was wir hier haben, ist purer Populismus. Nun hat die SPD auch ähnliche Vorschläge gemacht, wie wir Linken sie vor der Sommerpause beantragt haben. Steht im Netz. Und rechtsaußen ist spontan eingefallen, diese Punkte, zumindest einen dieser Punkte, hier einzubringen. Und sie nutzen diesen schnell hingeworfenen Antrag, um bürgernah zu erscheinen. Und das gleiche Anliegen haben sie aber in geschlossener Sitzung vor weniger als 3 Monaten nicht gewollt. Und das ist billig und entlarvend. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von der Ampel, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Hätten Sie unseren Anträgen im Ausschuss zugestimmt, hätten Sie sich in der Sommerpause Arbeit erspart und uns dieses offensichtliche Spiel hier. Und zur Erinnerung, meine Fraktion macht seit Jahren Vorschläge zur Reform des Petitionsrechts. Wir verlangen niedrigere Quoren, öffentliche Beratung, stärkere Einbeziehung der Petentinnen und Petenten, Transparenz des Abstimmungsverhaltens bei der Wiedergabe an die Bürgerinnen, die sich beschwert haben. Wir haben beantragt die Ladung von Ministern und Ministerinnen zur Stellungnahme im Ausschuss. Und wir haben beantragt einen Härtefallfonds, der hier schon mal auf dem Weg war, aber nun anscheinend wohl doch nicht kommt. Und bisher hat aus meiner Sicht der Rest des Hauses zu wenig Reformwillen an den Tag gelegt, denn seit nunmehr 18 Jahren sind die Verfahrensgrundsätze des Petitionsverfahrens nicht mehr geändert worden. Konkrete Vorschläge hierzu wurden abgelehnt. Ich erinnere, Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag die Reform des Petitionswesens angekündigt. Nun ist zu hören, Sie arbeiten an Reformvorschlägen, und ich frage mich, warum Sie die demokratische Oppositionsfraktionen in diesem Prozess nicht einbezogen haben, denn das wäre aus meiner Sicht dem Bürgerausschuss allemal angemessen gewesen. Lassen Sie uns den Reformbedarf nicht nur punktuell, sondern auf breiter Ebene tragen, damit sich die Menschen nicht weiter zunehmend an private Plattformen wenden, weil es anscheinend einfacher ist oder es anscheinend mehr Aufmerksamkeit gibt. Ausschussbeschlüsse müssen durchgesetzt werden. Das schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und das muss auch die Regierung begreifen, denn wir erleben immer wieder auch, dass Beschlüsse mit höchstem Votum negiert werden und nicht umgesetzt werden. In jedem Fall ist der Petitionsausschuss mir zu wichtig für dieses Theater und die Profilierung, wie wir sie heute hier erleben. Vielen Dank.